Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst uns den Kampf gewinnen. Hier gibt es keinen drinnen. Zweigler und Druckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst eure Blades los. Zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrick, das ist Hip, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Beim nächsten Qualifikationsturnier ist die Konkurrenz groß, denn dem Sieger winken 10.000 Bay-Punkte. Doji schickt Yu und Tsubasa los, um auf dem Event nach fähigen Bladern für die Dark Nebula-Organisation Ausschau zu halten. Der Wettkampf beginnt mit Jinga, der von seinen Freunden angefeuert wird, als er gegen einen neuen Blader Rutaro kämpft. Der behauptet, ein Magier zu sein. Jinga muss einen klaren Kopf behalten, da Rutaro offenbar die Macht hat, die Realität zu verzerren, um damit seine Gegner zu verwirren. Jinga hat damit zunächst große Schwierigkeiten, aber er und sein Baystorm Pegasus behalten letztendlich die Oberhand. Und als alles vorbei ist, haben sie Rutaro und sein Bay Thermal Pisces geschlagen. Das Glensville City Turnier lässt auch weiterhin an Spannung nichts zu wünschen übrig. Du hast es geschafft, Jinga! Hallo, Freunde! Und wie habe ich das gemacht? Ich würde sagen, das war der absolute Hammer! Durch diesen Vakuumtrick hast du am Ende doch noch gewonnen! Was für ein Vakuumtrick? Wie kommst du auf Vakuum? Du weißt nicht, wie ich darauf komme? Das Vakuum, das du mit dem Highspeed-Spinning erzeugst, hast du das etwa nicht mitgekriegt? Mann, du warst so auf den Kampf konzentriert, dass dein Move zufällig das Vakuum produziert hat. Und das habe ich gemacht? Allerdings. Ich würde Glückspilz dazu sagen. Ein Vakuum, hä? Mir kam es vor, als ob ich aus dem Weltall direkt ins Stadion blicken könnte. Okay, wer von euch ist der nächste Blader und tritt im Kampf um die 10.000 Bay-Punkte an? Der nächste Kampf dürfte einer der spannendsten in diesem Turnier werden. Kyoya und sein Rock Leon treten gegen Hikaru und ihren Storm Aquario an. Also dann, Kyoya. Wir beide haben ja immer noch eine Rechnung aus dem Überlebenskampf zu begleichen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus zu verlieren. Eine Niederlage ist nicht eingeplant. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Ha! Sehe ich auch so. Und offenbar wollen sich auch noch Yu und Tsubasa in den Kampf einmischen. Ein perfektes Timing. Ja, eine gute Gelegenheit, unsere Stärke zu beweisen. Und diesmal werden wir keine peinliche Niederlage erleben. Special Move! Lion Wild Wing Fang Dance! Seit dem Tag unserer überraschenden Niederlage gegen Kyoya haben wir unsere Schwächen sorgfältig analysiert und unsere Technik optimiert, wie wir als Team am meisten Power aus uns rausholen können. Jetzt können wir unsere Kräfte auch im Einzelkampf optimal nutzen. Ihr beide seid wiedergeboren. Als Blader der Dark Nebula-Organisation wird es Zeit, allen eure wahre Kraft zu zeigen. Ich vertraue euch Evil Jamius an. Mit ihm könnt ihr die vereinte Kampfkraft aus euch herausholen. Evil Jamius! Wow. Ich erwarte von euch entsprechende Ergebnisse. Ich kann's nicht mehr erwarten. Auf geht's! Mhm. Okay, Blader, seid ihr bereit? 3, 2, 1, let it! Nein, ihr verpasst noch Kyoyas und Hikarus Kampf. Los, Beeilung, Leute! Ja. Kenta und Benke, werft euch ins Getümmel! Machen wir! Wir treffen uns im Finale! Alles klar! Warte mal, wer am Ende gewinnt! Gib auf, ich! Tut mir leid, Kleiner! Hast du dir wehgetan? Au! Du hast
hast mich geschubst, Ben. Entschuldige. Oh, du bist es. Oh, Kenji und Jinga. Hey, Jungs, wie geht's denn so? Hallo, Yu. Wieso bist du hier? Wieso ich hier bin? Warum denn nicht? Ich bin hier, um gegen die Großen zu kämpfen. Stimmt's, Tsubasa? Oh. Tsubasa! Ich verstehe natürlich, warum du gekommen bist. Aber warum bist du hier mit Yu zusammen? Na, weil er auch zu Dark Nebula gehört. Oh. Er ist eines Tages aufgetaucht und meinte, nehmt mich auf. Nehmt mich bitte auf. Also hatten wir keine andere Wahl, auch wenn ich ihn persönlich noch nicht mag. Ach, wirklich? Ist das auch wahr, Tsubasa? Es ist, wie er es sagt. Das verstehe ich nicht. Wie kommt ein so toller Blader wie du zu Dark Nebula? Darauf muss ich nicht antworten. Als wir gekämpft haben, hatte ich den Eindruck, als würdest du mich auf die Probe stellen. War das auch im Auftrag der Dark Nebula? Lass uns gehen, Yu. Hey, du bist nicht mein Boss, klar? Hey! Tsubasa. Go, Aquario! Mach ihn fertig, Leon! Während Leon und Aquario sich umkreisen, machen sich andere namhafte Blader für ihren Auftritt in der Arena bereit. In der Arena B kommt mit Dark Bull unser Benkei! Sein Gegner ist mit dem flugbereiten Earth Eagle der geheimnisvolle Tsubasa. Er ist überraschend aus dem Nichts aufgetaucht, dieser gefürchtete Blader. Ha! Jeder Dark Nebula Blader, gegen den ich antrete, kann sich auf eine gehörige Abreibung gefasst machen. Wie willst du das anstellen? An mir bleibt wieder so ein Langweiler hängen. Tsubasa hat echt Glück gehabt. Ich möchte auch mit Ben oder Kenji spielen. Ich will auch meinen Spaß. Hey, was willst du damit sagen? Als ob ein Kind wie du gegen mich eine Chance hätte. Tsubasa und Yu sind hier. Ich frage mich, wieso? Was führt die Dark Nebula-Organisation wohl diesmal im Schilde? Drüben in der Arena D tauchen Kenta und sein Flame Sagittario auf. Er muss sich gleich zwei Gegnern stellen, die zusammen einen Bay beherrschen. Die Zwillingsblader! Das brüderliche Duo Dan und Reiki. Mal sehen, was sie drauf haben. Ihr zwei kontrolliert einen Bay? Hä? Die beiden habe ich doch schon mal gesehen. Sie waren im Sitz der Dark Nebula-Organisation. Oh. Eine stille Flamme und gefrorenes Eis. Wer gegen uns kämpft, zahlt seinen Preis. Wir haben die Kraft von zwei in einem zusammengeführt. Darum hast du keine Chance, Kleiner. Ich werde gewinnen. Zwei gegen einen, hä? Ich bin nicht der, der hier verliert. Fertig! Drei, zwei, eins! Let it rip! Go, Sagittario! Evil Jamios! Evil Jamios. Dürfte ein Ausdauertyp genauso wie Sagittario sein, kannst du mir folgen? Aber was ist mit der Form dieser Fusionsscheibe? Oh? Ja, das ist auch ein Ausdauertyp. In dem Fall ist es das Beste, den Kampf in die Länge zu ziehen und darauf zu warten, dass der Gegner zuerst schwächelt. Aber mit Ausdauer allein kann ich nicht gewinnen. Immerhin bin ich jetzt durch die vielen Kämpfe ja stärker geworden. Ich werde mal einen kleinen Test starten, um zu sehen, wie weit Sagittarius Angriffskraft geht. Go! Wow, seht euch das an! Sagittario hat gerade einen heftigen Angriff gestartet! Sagittario Flame Claw! Jamius Special Move Blaze Wall! Wow! Sie haben Kentas Move total blockiert! Die stille Flamme mit ihrer flackernden Bewegung wird jeden weiteren Angriff mit Sicherheit ablenken. Nicht aufgeben! Volle Kraft voraus, Sagittario! Reiki? Haha! Schon dabei! Jamius Icicle Edge! Sagittario, pass auf! Wahnsinn! Dieses Mal lässt Jamius Gegenangriff Sagittario blass aussehen! Was für eine Art von Bay haben wir denn hier vor uns?
plötzlich ist es ein Angriffstyp? Oh nein! Jamius ist ein Bay, der sowohl Angriffs- als auch Ausdauerfähigkeiten hat. Kannst du mir folgen? Die übliche Fletcher-Bladespitze des Ausdauertyps verändert sich beim Angriff und kann auf Angriffsmodus umschalten, der für den Gegner bedrohlich wird. Und dann ist da die Fusionsscheibe mit oberen und unteren Teilen. Der obere Teil blockiert Angriffe wie eine flackernde Flamme. Und der untere Teil sorgt für bohrende Angriffe wie von einem Eiszapfen. Mit Flamme und Eiszapfen hat er die Kraft von Zweien. So einen Bay habe ich bisher noch nie gesehen. Wir hatten dich ja gewarnt. Gemeinsam sind wir beide einer. Und wenn wir erst beide unsere Kraft zusammenbringen, ist Jamie es nicht mehr aufzuhalten. Sagittario mit dem Rücken zur Wand. Stimmt was nicht? Hat dich der Mut verlassen, einen Angriff zu wagen? Es hat keinen Sinn. Wenn ich unüberlegt angreife, werden sie nur noch härter zurückschlagen. Sagittario! Versuchst du abzuhauen? Das werde ich zu verhindern wissen. Nein, warte! Wenn er sich zurückzieht, tun wir es auch. Wieso denn das? Das ist für uns die Riesenchance. Jetzt mach mal halblang. Icicle Edge soll bei einem Gegenangriff verwendet werden und das weißt du, oder? Wenn der Gegner vorhat, den Kampf in die Länge zu ziehen, dann müssen wir natürlich ebenfalls auf eine Ausdauerstrategie ausweichen. Wie du meinst, Dan. Selbst wenn wir nichts unternehmen, ist Sagittarius' Drehkraft schon ziemlich vermindert, weil Icicle Edge sie schon geschwächt hat. Wenn dieser Ausdauerkampf anhält, dürfte Sagittario als erster umfallen. Kenta! Wieso konzentrierst du dich nicht auf dein Match? Du hast recht! Dann versuch den hier, Vogeljunge! Bull Uppercut! Eagle Metal Wing Smash! Knockout Bull! Earth Eagle schlägt Dark Bull nieder und es ist ganz deutlich zu sehen, wie beeindruckend der Unterschied in ihrer Kraft ist. Es war vorbei, bevor ich es gemerkt habe. Ein guter Blader wendet seine Augen nie von der Arena ab, solange der Kampf noch anhält. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier verloren habe! Na sowas. Schon vorbei für den alten Ben-Ben. Armer Ben-Ben. Was? Während ich gerade noch in der anderen Arena bei Bull und Eagle war, hat schon ein weiterer Kampf sein Ende gefunden. Nicht zu fassen. Wie langweilig. Das war keine Herausforderung. Alle anderen haben viel mehr Spaß. Okay, denk genau nach. Wenn ich diesen Kampf in die Länge ziehe, warte ich nur auf meine Niederlage. Aber... Immer noch nicht? Der Gegner ist doch schon völlig geschwächt. Lass uns die Sache doch jetzt einfach beenden. Sei nicht voreilig, Reiki. Wir warten so lange, bis er seinen nächsten Zug unternimmt. Aber Dan! Kein Aber. Ich treffe hier die Entscheidung. Auch wenn wir nur warten, werden wir diesen Kampf locker gewinnen. Das mag ja alles stimmen, aber... Und jetzt! Go, 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 Sagittario! Da kommt er angeflogen, Reiki. Stream of Flame und Icicle Edge. Special Move! Das wär doch gelacht! Jamius Downburst! Sagittario! Kenta! Sagittario konnte nur mit Mühe den Special Move von Jamius abfangen. Der arme Bay hat einen ordentlichen Schlag eingesteckt. In der Arena von Hikaru und Kyoya ist der Kampf dagegen noch völlig offen.
Beide attackieren sich heftig, aber keiner konnte bislang den Siegtreffer landen. Nur wie lange noch können diese Kämpfe weitergeführt werden? Oh nein, so kommen wir einfach nicht weiter. Wie wär's, wenn wir uns zu einem endgültigen Angriff entschließen, Kyoya? Einverstanden. Genau das war auch mein Gedanke. Auf geht's! Aquario Infinite Assault! Dann sei auf meinen Move gefasst. King Lion Tearing Blast! Was? Sie waren alle nur eine Illusion? Der Echte ist da! Jetzt habe ich dich! Ha, träum weiter. Wenn das alles ist, was du drauf hast, denk ja nicht, dass du meinen Leon aufhalten kannst. Lion Gale Force Wall! Aquario! Der Gewinner dieses langen Kampfes ist Rock Leon! Wow! Der gerissene Löwe Kyoya hat wieder gewonnen! Ich hab verloren. Aber ich... Du warst eine echte Herausforderung. Hä? Hm. Super, das ist mein Kyoya! Oh, ich wollte auch so gern gegen ihn kämpfen. Kinder! Komm schon, das kannst du noch schaffen. Gewinn diesen Kampf für uns beide. Auch wenn du mich anfeuerst. Sie sind zwei in einem. Jamius hat die Kraft sowohl von Feuer als auch von Eis. Es hat keinen Sinn. Ich bin nur ein Blader. Ich bin ihnen nicht gewachsen. Reiß dich zusammen, Kenta! Oh, ist doch völlig egal, ob du zwei Gegner hast. Du kämpfst auch nicht allein, das weißt du doch. Vertrau auf deine eigene Stärke und auf deinen Partner, der mit dir zusammenkämpft. Oh, mein Partner. Das stimmt. Ich bin nur mit Sagittario so weit gekommen. Egal, wie schwer der Kampf gewesen ist, Sagittario und ich haben ihn immer zusammen bis zum Ende gekämpft. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Nicht, solange Sagittario sich noch dreht. Du schaffst es, Sagittario! Zeigen wir es ihnen! Hey, was wird das denn? Er hätte inzwischen doch längst auskreiseln müssen. Unser Special Move hätte ihn schon längst erledigen müssen, mein liebes Brüderchen. Da hat wohl jemand mal wieder nicht so richtig aufgepasst. Deinetwegen kam unser Special Move ein paar Sekunden zu spät. Was? Willst du mir die Schuld dafür geben? Wer könnte sonst noch dafür in Frage kommen? Meine Strategie war absolut perfekt. Na schön, wie du willst. Dann werde ich das Ganze eben allein beenden. Dafür brauche ich dich nicht. Jamius! Warte, solange der Gegner deinen Zug nur abwartet, wirst du das schön bleiben lassen. Mit einem Schlag ist der Kampf schon beendet. Wir müssen jetzt angreifen, das ist unsere Chance. Ich sage dir das nur, damit du unseren Sieg nicht noch gefährdest. Ein ungeschickter Angriff ruiniert meine Strategie. Hä? Ein ungeschickter Angriff? Jetzt reicht's. Geh mir aus dem Weg. Du kommandierst ständig rum, als wärst du der Größte. Ich bin derjenige, der hier kämpft, ist das klar? Was geht da ab? Nachdem sie es so weit geschafft haben, scheint sich der Teamgeist der Brüder in nichts aufzulösen. Hör auf damit, Reiki! Ich kann nichts mehr hören. Jamius, Downburst! Oh nein, Sagittario! Kenta! Ha! Das war's dann wohl. Nicht ganz. Hä? Ihr beide seid ziemlich stark. Aber bei der ganzen Zankerei unter Geschwistern ist eine schon mal klar. Ich werde auf keinen Fall verlieren! Was? Wie war das? Uns verbindet mehr als das. Go! 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 Sagittario Flame Claw! Okay, Jamius, greif an! Nein, sei auf der Hut! Das ist er! Sagittario Special Move landet ein Treffer gegen Jamius! Oh! Was für ein Kampf! Und der Sieger ist... Kenta! Weiter so! Kenta hat wieder gewonnen! Einfach unglaublich, Kenta! Na bitte! Ich hab gewonnen! Sagittario und ich haben gewonnen! Ich wusste es einfach! Kenta! Hä? Heute haben wir verloren, aber das nächste Mal läuft das anders ab!
Denkt daran! Jetzt sind sie wieder synchron. Kenta! Du hast es geschafft. Glückwunsch. Ich bin so stolz auf dich. Nicht so doll. Das hier ist mein bester Freund, versteht ihr? Hey, Leute, ich hab's geschafft. Ja, das war ein Spaß. Herzlichen Glückwunsch, Kenji. Das Glensville City Qualifikationsturnier wird immer spannender. Der nächste Kampf findet zwischen...